Europa vor 30.000 Jahren. Eine Eiszeit hat den Kontinent fest im Griff. Und zwei menschliche Spezies liegen im Kampf ums Überleben Kopf an Kopf. Auf der einen Seite der Neandertaler, klein, untersetzt und voll roher Kraft. Auf der anderen Seite der Cro-Magnon, unsere Spezies, dünner, schwächer, aber schlauer. In diesem epischen Kampf zwischen Muskel und Hirnmasse kann es nur einen Sieger geben. Zwei menschliche Spezies, eingefrorener Kontinent. Neandertaler contra Cro-Magnon im Kampf ums Überleben. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der zwei verschiedene menschliche Spezies koexistieren. Neue Erkenntnisse in Labors und bei Ausgrabungen zeigen, dass dieses Szenario keine Zukunftsvision ist, sondern die Vergangenheit. Begegnen Sie einem ums Überleben kämpfenden Neandertaler-Clan und einem nomadischen Cro-Magnon-Stamm. Und sehen Sie, was nach aktuellen Erkenntnissen beim Aufeinanderstoßen der Höhlenmenschen passierte. Südeuropa 28.000 vor Christus. Nach vierstündiger Jagd hat eine Gruppe von Neandertalern eine Rentierherde eingekreist. Es wäre ihre erste Beute seit fast einer Woche. Sie brauchen diese dringend. Jahrtausende lang haben ihre Ahnen gut von diesem Land gelebt. Doch durch Temperaturen weit unter Null sind die Herden kleiner und seltener geworden. Als die Jäger gerade zuschlagen wollen, kommt ihnen ein merkwürdiger Speer gefährlich nahe. Erst glauben sie, die Waffe stamme von einem rivalisierenden Neandertaler-Clan, der die gleiche Beute jagt. Doch etwas an diesem Speer ist anders. Er ist leichter und schärfer als die, die sie kennen. Augenblicke später hören sie laute, unbekannte Stimmen. Eine merkwürdig aussehende Gruppe von Jägern taucht aus dem Nichts auf und bewegt sich auf die Herde zu. Der Clan ist starr vor Schreck. Wer sind diese merkwürdigen Männer? Wir haben keine historische Parallele dafür, wie es gewesen wäre, unsere Welt mit einer ganz anderen Art Mensch zu teilen. Es wäre, als ob wir die Erde mit Aliens teilten. Die Jäger sind Cro-Magnon, die ersten gänzlich modernen Menschen in Europa, benannt nach dem Ort in Frankreich, wo man zuerst ihre Überreste entdeckte. Sie stammen aus Afrika und sind kürzlich über den Mittleren Osten nach Europa eingewandert. Innerhalb von Sekunden erlegen die Cro-Magnon vier der Rentiere. Bevor die Tiere reagieren konnten, wurden sie von einer Wurfwaffe tödlich verletzt. Vier Beutetiere auf einen Streich ist eine beeindruckende Erfolgsquote, ermöglicht durch neue Waffentechnologie. Diese Horn- und Geweihspitzen wurden geschärft und extrem spitz geschnitzt. Sie sind aerodynamisch und bieten kaum Luftwiderstand, sodass sie tief eindringen. Die Neandertaler können nicht auf weite Entfernung töten. Ihre Speere sind rudimentärer und funktionieren nur aus unmittelbarer Nähe. Dies sind Speere, wie sie die Neandertaler wahrscheinlich benutzt haben. Manche Neandertaler montierten Steinspitzen darauf. Also waren es vermutlich Hiebwaffen, wie Bajonette, denn Stein ist brüchig. Würde man sie gegen einen Baum oder Felsen werfen, wären sie unbrauchbar. Die Neandertaler sind beeindruckt von den Fremden und sehr beunruhigt.
Wir sind es gewohnt, Fremde zu sehen. Wir gehen jeden Tag zur Arbeit und sehen hunderte Menschen, die wir nie vorher gesehen haben. Diese Menschen haben vielleicht einige Male im Leben Fremde getroffen. Wie würden wir reagieren, wenn wir jemanden treffen würden, der uns sehr ähnlich und doch ganz anders ist? Das war in ihrem Weltbild nicht vorgesehen. Die einzige Beute der Neandertaler bleibt der außergewöhnliche Speer. Sie untersuchen ihn, versuchen ihn nachzubauen und so zu jagen wie ihre Konkurrenten. Doch sie beherrschen weder den Bewegungsablauf noch die Herstellung der robusten, scharfen Speerspitzen. Wurfgeschosse sind sehr komplex. Es dauert lange, eine polierte Knochenspitze herzustellen und genau das richtige Holz für den Schaft auszuwählen. Der moderne Mensch löste Probleme mit Technologie, die der Neandertaler mit Kraft löste. Die Unterschiede der Waffen zeigen möglicherweise erhebliche Unterschiede im kognitiven Potenzial auf. Die einfachen Werkzeuge der Neandertaler deuten auf eine gewisse geistige Schlichtheit hin. Untersucht man Schädel und Hirnvolumen, stellt man fest, dass ihre Hirne vermutlich etwas größer waren als unsere. Aber bei Gehirnen kommt es nicht nur auf die Größe an. Wenn man sich die Errungenschaften der Neandertaler ansieht, muss man gestehen, dass sie in vielerlei Hinsicht nicht so gut abschneiden wie der moderne Mensch. Etwas war anders. Die Neandertaler waren für mehr als 100.000 Jahre die Herrscher dieses Kontinents. Doch nachdem sie auf den modernen Menschen trafen, verschwanden sie binnen weniger tausend Jahre. War es Zufall oder eine Eroberung? Die Neandertaler kamen in Europa viele Jahrtausende lang mit Klimaveränderungen und unterschiedlichen Bedingungen sehr gut zurecht. Das einzig Neue in ihrem Leben am Ende ihrer Vorherrschaft in Europa war der Homo sapiens. Alle Fossilien, die mit den Neandertalern und dem frühen modernen Menschen in Verbindung gebracht werden, passen in einen Transporter. Es gibt also nicht viel Material, das hilft zu rekonstruieren, was vor 30.000 Jahren zwischen ihnen geschehen ist. Archäologische Funde weisen darauf hin, dass Neandertaler und der moderne Mensch Europa tausende Jahre lang teilten, bevor die Neandertaler ausstarben. Der älteste moderne Europäer wurde in Peștera Cuase in Rumänien gefunden. Das Alter seines Schädels wurde per Radiokarbon-Datierung auf etwa 35.000 Jahre geschätzt. Im Süden der Iberischen Halbinsel existierten Neandertaler noch vor etwa 30.000 Jahren. Also gibt es einen Zeitraum von 5.000 Jahren, in dem beide Spezies zugleich in Europa lebten. Die Überschneidung könnte sogar noch größer sein. Die ältesten gefundenen Knochen unserer Spezies in Europa sind etwa 35.000 Jahre alt. Artefakte, die in Verbindung mit dem Homo sapiens gebracht werden, sogar bis zu 45.000 Jahre. Es gibt Höhlenmalereien und sehr alte Skulpturen. Wir haben Flöten, Beweise für Musik. Das steht in starkem Kontrast zu Neandertaler Verhaltensweisen, die wenige dieser symbolträchtigen, komplexen Aktivitäten aufzeigen. Wir wissen seit 150 Jahren von den Neandertalern und neigen dazu, sie als die ultimativen Höhlenmenschen zu sehen. Behaart, furchterregend und minder bemittelt. Doch jetzt lernen wir sie wirklich kennen, dank eines Durchbruchs, der die genetischen Schleusen geöffnet hat. Wir haben ein neues Sequenzierungsverfahren entwickelt, das 100 bis 1000 Mal schneller ist als zuvor.
Es ermöglicht uns, DNA aus 38.000 Jahre alten Knochen zu extrahieren, den Sinn darin zu erkennen und zu sehen, wie ähnlich wir den Neandertalern sind. Neue DNA-Daten werden Erkenntnisse über Sprache und Haarfarbe der Neandertaler bis hin zur Wahrscheinlichkeit von Vermischungen zwischen ihnen und unserer eigenen Spezies erschließen. Vielleicht finden wir eindeutige Neandertaler-DNA in unserer eigenen. Das wäre eine klare Indikation für eine stattgefundene Vermischung. Doch das Geheimnis um das Aussterben der Neandertaler kann die DNA allein nicht lüften. Und auch nicht, ob unsere Vorfahren in Europa, die Cro-Magnon, sie besiegt haben. Experten haben noch keine unstrittigen Beweise für die Geschehnisse, aber neueste genetische und archäologische Erkenntnisse ermöglichen heute mehr denn je eine plausible Vorstellung davon, wie die beiden menschlichen Spezies aufeinanderprallten. ...28.000 vor Christus. Die letzte Eiszeit lähmt Europa. Wenn es kalt ist, ist es wirklich kalt. Rentiere lebten in Südfrankreich. Es war also wirklich ungewöhnlich. Das waren sehr harte Zeiten. Die Gletscher erstreckten sich bis weit nach Deutschland hinein und bedeckten die britischen Inseln und Irland. Die Neandertaler hatten sich größtenteils nach Südeuropa zurückgezogen. Das an sich war noch nicht schlimm, doch plötzlich hatten sie Nachbarn. In unserem hypothetischen Szenario ist dieser Neandertaler-Clan noch immer völlig verwirrt von dem Zusammentreffen mit den Cro-Magnon. Und das Problem hat sich noch verschlimmert. Bei einem Angriff vor Morgengrauen sind einige von ihnen schwer verletzt worden. Eine aggressive Gruppe von Cro-Magnon war auf der Jagd nach Fleisch, Tierhäuten und Frauen. Im Chaos wurden zwei junge Mädchen, Schwestern, entführt. Zum ersten Mal sind diese Neandertaler in ihrem eigenen Lager überfallen worden. Sollten sie nicht schnell lernen, sich dieses mysteriösen neuen Feindes zu erwehren, wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Am nächsten Morgen kehren die Angreifer mit ihrer Beute zu ihrem eigenen Lager zurück. Nie zuvor hatten die Cro-Magnon Neandertaler gefangen genommen. Der Stammesführer ist erfreut. Zum ersten Mal kann er seine mysteriösen Rivalen aus nächster Nähe betrachten. Es waren unzählige Unterschiede, verschiedene Technologien, unterschiedliche Sprachen. Wobei wir nicht wissen, ob die Neandertaler überhaupt über ein Sprachkonzept verfügten. Sie können also verblüffend fremdartig gewesen sein. Seit der Entdeckung der ersten Neandertaler-Schädeldecke im nordrhein-westfälischen Neandertal 1856 gab es heftige Diskussionen, ob die auffälligen Unterschiede auf eine andere Rasse oder eine völlig andere Spezies hindeuten. Auf den ersten Blick ähneln sich die Schädel von Neandertaler und modernen Menschen. Doch eine nähere Betrachtung zeigt signifikante Unterschiede auf. Seitlich betrachtet ist der menschliche Schädel beinahe rund. Der Schädel eines Neandertalers hingegen ist abgeflacht und länglich, fast wie ein Football. Unterhalb des Halses waren Neandertaler robuster als wir. Der Brustkorb war breit und spitz zulaufend, um eine dicke Muskelschicht zu tragen. Ihre Körper waren kleiner und untersetzter als unsere und sehr gut für extreme Kälte ausgelegt.
Wenn man gedrungen ist und kurze Gliedmaßen hat, ist die Körperoberfläche geringer und gibt weniger Wärme ab. Körperwärme zu erhalten, wäre bei den klimatischen Bedingungen einer Eiszeit extrem wichtig. Neandertaler hatten ein sehr spezifisches Äußeres. Doch Menschen unterscheiden sich auch innerhalb der eigenen Spezies stark voneinander. Die einzige Möglichkeit, die Speziesfrage zu klären, ist ein Blick auf die DNA. Am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist es Wissenschaftlern gelungen, die erste brauchbare Neandertaler-DNA-Probe aus einem 38.000 Jahre alten Knochenfragment zu gewinnen. Sie wird verwendet, um das komplette Neandertaler-Genom nachzubilden und auf molekularer Ebene unsere Körper mit ihren zu vergleichen. Das Genom ist der Bauplan eines lebenden Organismus, seiner Augen, Ohren, Nase und aller anderen Körperteile und ihres Zusammenspiels. Durch die Untersuchung des Neandertaler-Genoms hoffen wir herauszufinden, wo die Unterschiede liegen und was uns menschlich macht. Die schwierigste Hürde bei der Dekodierung der Neandertaler-DNA ist, sie überhaupt zu finden. Die DNA ist stark degeneriert, so dass wir statt langer Ketten nur Fragmente haben. Zudem sind die Proben durch in die Knochen eingedrungene Bakterien und Pilze verunreinigt, die erst ausgesiebt werden müssen, um die Neandertaler-DNA zu isolieren. Die Neandertaler sind die erste ausgestorbene Primatenspezies, deren Genom komplett entschlüsselt wurde. Frühere Studien zeigen, dass die DNA der Schimpansen zu 98,8 identisch mit der menschlichen ist. Doch die der Neandertaler ist unserer DNA noch ähnlicher, zu etwa 99,6%. Die Neandertaler sind unsere nächsten Verwandten, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Wenn man zwei Menschen vergleicht, hat man etwa 0,1% Unterschied. Bei einem Neandertaler wäre es etwa ein Unterschied von 0,2%. Trotz der engen Verwandtschaft gibt es genug genetische Unterschiede, die darauf hindeuten, dass es irgendwann eine Teilung gegeben hat. Die DNA gibt uns neue Hinweise, wann diese Teilung aufgetreten ist. Die DNA-Untersuchungen ermöglichen uns abzuschätzen, wann wir uns von den Neandertalern abgespaltet haben. Wenn man sich fragt, wann die gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Neandertaler lebten, findet man die Antwort irgendwann vor 300 oder 400.000 Jahren. Die Genetik steckt einen konkreteren Zeitrahmen, durch den die Wissenschaft heute näher daran ist als je zuvor, den letzten gemeinsamen Vorfahren von Neandertaler und Cro-Magnon zu identifizieren. Die archäologischen Aufzeichnungen für die Zeit vor der Abspaltung sind lückenhaft, so dass mehrere Spezies als Vorfahren in Frage kommen. Am wahrscheinlichsten scheint der Homo heidelbergensis zu sein, der Heidelbergmensch, benannt nach der Stadt, wo man zuerst seine fossilen Überreste fand. Der Homo heidelbergensis war genauso robust und stark wie der Neandertaler, hatte aber ein kleineres Gehirn. Auch die Technologie, die der Homo heidelbergensis verwendete, unterscheidet sich kaum von der des Neandertalers. Man kann den Neandertaler logisch auf den Heidelbergmenschen zurückführen, da dessen Überreste auf Neandertaler-Territorium gefunden wurden. Als der moderne Mensch dieses Land betrat, war der Homo heidelbergensis längst ausgestorben. Zwischen ihnen besteht also keine so klare Verbindung. Doch der Heidelberg-Mensch hatte einen afrikanischen Bruder, der zur selben Zeit lebte, vor etwa 200 bis 700.000 Jahren, den Homo rhodesiensis. Hirngröße und Gesichtsform sind sehr ähnlich. Deshalb werden sie häufig der gleichen Spezies zugeschrieben.
Falls Homo heidelbergensis und Homo rhodesiensis tatsächlich der gleichen Spezies angehörten, wanderten einige von ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Afrika nach Europa und entwickelten sich zu Neandertalern, während andere zurückblieben und zu Homo sapiens wurden. Tausende Jahre könnten vor ihrem Wiedersehen im eiszeitlichen Europa vergangen sein. Eine der großen Fragen lautet, warum der moderne Mensch so lange brauchte, um nach Europa zu kommen, obwohl er schon hunderttausende Jahre in Afrika lebte. Europa war bewohnt von den Neandertalern, also mussten die Cro-Magnons einen Weg finden, die Neandertaler von der Bildfläche zu vertreiben. Um Europa erobern zu können, brauchte der moderne Mensch einen Wettbewerbsvorteil. Doch den hatte er noch lange nicht. Archäologen sind sich einig, dass unsere Spezies anfangs nicht höher entwickelt war als die Neandertaler. Der moderne Mensch tauchte vor etwa 190.000 Jahren in Afrika auf. Noch vor 100.000 und vor 80.000 Jahren nutzte er die gleichen Werkzeuge, die auch die Neandertaler in Europa zu dieser Zeit benutzten. In einem uralten Höhlensystem in Israel fand man Knochen und Werkzeuge beider Spezies. Die Radiokarbondatierung ergab, dass sie sich vor 90.000 Jahren kurz begegnet sein könnten, lange bevor die Cro-Magnon nach Europa kamen. Doch bevor unsere Spezies einen technischen Vorteil entwickelt hatte, scheinen sich die Neandertaler durchgesetzt zu haben. In den tiefsten Schichten fand man Anzeichen dafür, dass hier moderne Menschen gelebt hatten. Einige tausend Jahre später lebten offensichtlich Neandertaler in den gleichen Höhlen. Was also ist passiert? Man weiß es nicht, aber es scheint, als haben die Neandertaler sie vertrieben. Nach der Begegnung mit den Neandertalern im Mittleren Osten scheint sich unsere Spezies für einige 10.000 Jahre nach Afrika zurückgezogen zu haben. Doch als sie sich wieder hervorwagten, waren sie mit einer neuen Waffe ausgerüstet, die mächtiger war als alles, was man zuvor gesehen hatte. Ein voll entwickeltes menschliches Gehirn. In unserer Geschichte ist es 6 Monate her, dass diese Cro-Magnon eine benachbarte Neandertaler Höhle überfielen, um ihre Rivalen auszurauben und einzuschüchtern. Zwischenzeitlich ist ein weiterer Eiszeitwinter in Europa angebrochen. Die Temperaturen fallen nachts weit unter Null und frischer Schnee bedeckt weite Teile des Kontinents. Es gäbe viele Herausforderungen, um dieses Gletscherklima zu überleben. Wichtig wäre, nicht zu frieren oder sich Erfrierungen zuzuziehen und Nahrung zu finden. Die Cro-Magnon sind diesen Herausforderungen gewachsen. Während die überlebenden Neandertaler im nahegelegenen Wald mit Nahrungsknappheit und Erfrierungen kämpfen, sind diese modernen Menschen gut genährt und haben es warm. Das verdanken sie ihrem Gehirn. Die Cro-Magnons waren, anders als die Neandertaler, nicht darauf ausgerichtet, in der Kälte zu überleben. Doch sie überlebten noch tausende Jahre, während die Neandertaler in der kältesten Phase der Eiszeit verschwanden. Wie gelang ihnen das? Sie hatten bessere Technologien. Sie waren besser darin, Tierfelle zu verarbeiten, die sie gegen die Kälte schützten. Sie konnten ihre überlegenen Jagdmethoden nutzen, um mehr Beute zu machen, selbst wenn nur wenig Beute vorhanden war. Diese Vorteile halfen ihnen zu überleben, lange nachdem die Neandertaler ausgestorben waren. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Stammes liegt in diesem kleinen Knochenstück mit eingeschnitzten Löchern. So etwas wurde in Frankreich gefunden und auf ein Alter von 32.000 Jahren geschätzt.
Es wird als Mondkalender interpretiert, der die Bewegung von Rentierherden relativ zur Position des Mondes anzeigt. Dieser Jäger hat das Muster hinter der Bewegung der Herden erkannt, es in Relation zur Mondlaufbahn gesetzt und aufgezeichnet. Anhand dieser Informationen konnte er jederzeit vorhersagen, wo die nächste Mahlzeit seines Clans zu finden war. Diese Fähigkeit machte ihn sehr beliebt unter seinesgleichen, doch eigentlich wäre jeder von ihnen dazu in der Lage gewesen, denn sie alle verfügten über die Grundlage dieser Fähigkeit, den Geist des modernen Menschen. Wirklich interessant ist, dass wir nicht von Beginn an so intelligent waren. Tausende Jahre lebte der moderne Mensch auf dem gleichen Level wie die Neandertaler. Es gab keine weiterentwickelte Kultur oder Werkzeuge. Doch plötzlich passierte etwas und der moderne Mensch machte diesen riesigen kulturellen Satz nach vorne. Es ist, als wären sie plötzlich schlauer geworden. Vor etwa 45.000 Jahren werden archäologische Funde plötzlich spannender. Waffen und Werkzeuge sind schärfer und haltbarer. Kreative Ausdrucksformen wie Höhlenmalerei, Schmuck und sogar Skulpturen belegen ein nie dagewesenes Maß an Kultur und Kultiviertheit. Es ist eine dramatische Veränderung. Es gibt technische Fortschritte, geformte und geschärfte Knochenwerkzeuge und Dinge, die eindeutig Kunst sind. Das war in der Neandertalerzeit völlig unbekannt. Es ist, als hätte ein plötzlicher Funken die mentale Hauptplatine gestartet. Mehr als 100.000 Jahre nach der Geburt unserer Spezies. Wie und warum es passierte, ist noch immer ein Rätsel. Vielleicht ist genetisch etwas geschehen, das uns eine neue intellektuelle Kapazität gab. Sprachfähigkeit oder die Möglichkeit zu abstraktem Denken. Es ist möglich, dass die Neuerung, wie bei der industriellen Revolution, kultureller Natur war. Vielleicht machte der moderne Mensch eine Entdeckung, die in seiner Kultur Fuß fasste und ihn weiterbrachte. Dieser große Sprung der Cro-Magnons kam durch ein Gehirn, das es bereits gab, aber so nicht genutzt wurde. Dieses Potenzial lag lange brach, bis es durch einen kulturellen Anreiz freigelegt wurde. Ich denke, dieser Anreiz war die Erfindung der Sprache. Sprache macht sehr viel möglich. Man kann Aktivitäten des Stammes abstimmen und Informationen effizienter weitergeben. Die besseren Sprachfertigkeiten der Cro-Magnons und die Fähigkeit zu kommunizieren können nicht überbewertet werden. Der einzige sichere Beleg für die Existenz von Sprache sind Schriftstücke, die aber erst seit etwa 3200 vor Christus existieren. Doch es gibt Indizien dafür, dass die Cro-Magnon schon etwa 25.000 Jahre zuvor verbal kommunizierten. So scheinen sie beispielsweise über ein organisiertes Handelssystem verfügt zu haben. Es gibt Beweise für den Transport von Materialien über weite Strecken, Wertstoffe zur Herstellung von Werkzeugen zum Beispiel, was beim frühen modernen Menschen häufiger vorkam als bei den Neandertalern. Bernstein aus dieser Zeit, der aus dem Baltikum stammte, wurde in Südeuropa gefunden. Und uralte Muscheln aus dem Mittelmeerraum tauchten in Cro-Magnon-Ausgrabungsstätten im Norden bis in die Ukraine auf. Einen solchen Austausch zu koordinieren, setzte vermutlich fortschrittliche Kommunikationsfähigkeiten voraus.
Basierend auf diesen Verhaltensweisen geht man davon aus, dass sie eine komplette Sprache hatten. Das passt in das Bild eines kulturell hochentwickelten, frühen, modernen Menschen mit komplexem sozialen Netz, moderner Kultur und Verhaltensweisen. Während die Cro-Magnon auf der technischen Überholspur sind, überleben die Neandertaler so wie bereits seit tausenden Jahren. Viele Anthropologen glauben, dass auch die Neandertaler ein komplexes Kommunikationssystem hatten. Aber wie sie kommunizierten, ist ein Rätsel. Sie waren soziale Individuen wie wir. Sie lebten in Gruppen, pflegten ihre Alten und Verletzten. Dies spricht für ein gewisses Maß an sozialer Verlässlichkeit und Kommunikation. Aber in welcher Form und ob man es als wirkliche Sprache bezeichnen könnte, das ist schwer zu sagen. Wissenschaftler suchen nach neuen Hinweisen auf die Kommunikation der Neandertaler in der DNA. Neandertaler und moderner Mensch scheinen ein Gen gemeinsam zu haben, das für die Fähigkeit zu sprechen essentiell ist. FOXP2. Menschen, die mit einem Defekt dieses Gens geboren werden, sind nicht zu normaler Konversation fähig. Wenn es beim Menschen geschädigt ist, ist die Folge ein schweres Sprachproblem. Also ist dieses Gen in irgendeiner Form in Sprache und Sprachfähigkeit involviert. Bevor es bei der Erforschung des Neandertaler-Genoms auftauchte, war die menschliche Form des FOXP2 noch bei keiner anderen Spezies gefunden worden. Doch jetzt haben wir Gesellschaft. Sie haben das gleiche FOXP2-Gen wie wir. Also gibt es vom genetischen Standpunkt aus keinen Grund anzunehmen, dass Sie nicht über eine voll entwickelte Sprache wie wir verfügten. Doch obwohl dieser genetische Durchbruch darauf hinweist, dass die Neandertaler in der Lage waren zu sprechen, wissen wir nicht, ob sie es wirklich taten oder wie sie geklungen haben mögen. Auf der Suche nach neuen Hinweisen untersuchen Wissenschaftler Ausgrabungsfunde erneut. Dr. Jeffrey Lateman ist Anatom an der Mount Sinai School of Medicine in New York City und Experte für Stimmbänder und ihre Entwicklung im Laufe der Menschheitsgeschichte. Anhand eines Kehlknochenvergleichs von Neandertalern und Cro-Magnon hat Lateman einige aufschlussreiche Erkenntnisse über die Sprache der Neandertaler gewonnen. Ein grundlegender Unterschied zwischen Neandertaler und heutigen Menschen liegt in der Position des Larynx, des Kehlkopfes. Bei einem modernen Erwachsenen findet man den Kehlkopf am untersten Ende der Kehle. Diese niedrige Position erlaubt uns, wichtige Töne wie Vokale sehr schnell zu artikulieren. Nach Rekonstruktionen nehmen wir an, dass beim Neandertaler der Larynx etwas weiter oben platziert war, sodass sie bestimmte Vokale wie U oder A nicht formen konnten. Was die Sprache betrifft, hatten Neandertaler nicht die gleichen Fähigkeiten wie wir heute. Stück für Stück schreibt die Wissenschaft die Frühgeschichte neu und stärkt unsere Annahme dessen, was geschehen sein könnte, als sich Neandertaler und Cro-Magnon begegneten. Dieser Neandertaler-Stamm ist bemüht, sichere Distanz zwischen sich und ihre Cro-Magnon-Widersacher zu bringen. Sie sind hungrig und blass und die Stammesälteste leidet an einer merkwürdigen Krankheit. Ihr Anführer weiß, dass er seine Jäger schnell zu neuer Beute führen oder eine andere Fleischquelle finden muss. Wenn es keine tierische Beute gibt, kann dies nur eins bedeuten. Archäologische Funde belegen, dass sich zwei verschiedene Spezies Mensch mindestens 5000 Jahre lang den europäischen Kontinent teilten. Doch bisher haben die Artefakte nicht enthüllt, was geschah, als sich Cro-Magnon und Neandertaler begegneten.
Vermischten sich die beiden Gruppen? Tauschten sie sich aus? War es unsere eigene Spezies, die Cro-Magnon, die den Untergang der Neandertaler vor 30.000 Jahren bewirkten? Die Ergebnisse neuester Feld- und Laborstudien ermöglichen eine Vorstellung davon, wie diese letzten Tage der Koexistenz aussahen. Es ist tiefster Winter und der Neandertaler-Clan ist in Not. Sie haben ihre Jagdgründe verlassen und sind vor den Cro-Magnon in eine höher gelegene Gegend geflüchtet. Doch in dieser Höhe ist Nahrung knapp. Einige von ihnen sind krank und sie alle werden verhungern. Um sich wieder zu erholen, brauchen sie unbedingt Fleisch. Schnell und viel davon. Sie waren vermutlich die ausgeprägtesten menschlichen Fleischfresser, die es je gab. Ihre Vorgänger oder auch wir modernen Menschen essen Fleisch, aber auch unterschiedliche Pflanzen. Aber die Neandertaler ernährten sich vermutlich fast ausschließlich von Fleisch. Heute macht Fleisch weniger als 20% der menschlichen Nahrung aus. Bei den Neandertalern waren es mindestens 85%. Die Stabilisotopenanalyse ermöglicht Wissenschaftlern, anhand von Kohle- und Stickstoffgehalt des Knochengewebes Nahrungsgewohnheiten zu bestimmen. Um zu überleben, mussten Neandertaler etwa 5000 Kalorien am Tag zu sich nehmen. Doppelt so viel wie ein männlicher Erwachsener heute. Das ist sehr viel und könnte Teil ihrer Anpassung an das Klima gewesen sein. Ein so hoher Grundumsatz kann ihnen sehr geholfen haben, nicht zu frieren. Nach fast einer Woche des Umherwanderns sind unsere notleidenden Neandertaler erleichtert, in einer großen Höhle Schutz zu finden. Doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Als plötzlich eine Gruppe von Cro-Magnon-Jägern auftaucht, suchen die Neandertaler Deckung. Sie erinnern sich, was passierte, als sie sich beim letzten Überfall widersetzten. Und diesmal gehen sie kein Risiko ein. Ihre Zahl geht bereits zurück. Und der Verlust jedes weiteren Lebens wäre katastrophal. Bewaffnete Konflikte zwischen kleinen Gruppen ziehen hohe Todesraten nach sich. Denn stirbt einer aus einer Gruppe von 5, bedeutet das eine Todesrate von 20%. Eine erschreckend hohe Rate. Aus einer dunklen Ecke beobachten die Neandertaler, wie sich 5 Cro-Magnon-Jäger in ihrem Höhleneingang niederlassen. Diese machen dort eine alarmierende Entdeckung, die die verzweifelte Lage der Neandertaler unterstreicht. In der Asche des erlöschenden Feuers liegt der angekohlte Schädel der Stammesältesten, die an einer merkwürdigen Krankheit gelitten hatte. Sind sie aufeinander losgegangen? Aßen sie ihre Toten? Da könnte etwas dran sein. Selbst von modernen Kulturen wissen wir, dass in verzweifelten Zeiten Kannibalismus vorgekommen ist, um das Überleben zu sichern. Es gibt archäologische Beweise dafür, dass die Neandertaler zumindest zeitweise Kannibalen waren. An mehreren Ausgrabungsstätten in Europa wurden Knochen mit Schnittspuren gefunden, vergleichbar mit Spuren, die man an den Knochen geschlachteter Tiere findet. Es ist schwierig zu argumentieren, dass es sich nicht um Kannibalismus handelte, wenn die Knochen eindeutig wie Nahrung behandelt wurden.
Wenn man angekohlte Tierknochen an derselben Stelle findet, die genauso aufgebrochen wurden, um an das Mark zu kommen, mit gleichen Schnitten, spricht das für Kannibalismus. Die Funde sprechen dafür, dass Neandertaler ihre Toten aßen. Aber sie sagen uns nicht, warum. War Kannibalismus ein weit verbreitetes rituelles Opfer oder die seltene Tat weniger Verhungernder? Es handelt sich wahrscheinlich um den Versuch von Menschen zu überleben, die mit den sterblichen Überresten anderer als einzige Nahrungsquelle in einer kalten Umgebung festsaßen. Wann immer Kannibalismus heute auftritt, ging es ums Überleben, in Situationen wie der Donnersiedlergruppe, bei der einer kleinen Gruppe von Menschen in eisiger Umgebung die Nahrung ausging. Den Neandertalern passierte das regelmäßig. Für diesen Clan ist das Überleben schwieriger als je zuvor. Und der Grund dafür sitzt direkt vor ihnen. Mitten im Eiszeitwinter sind diese Cro-Magnon stark und gesund. Ihre Kleidung ist warm, ihre Stimmung ist gut. Kurz, sie gewinnen. Sie aßen Fleisch, aber auch Fisch und generell verschiedene Nahrungsmittel. Neandertaler und moderner Mensch standen also im Wettbewerb um Nahrung. Wenn man lediglich Fleisch essen kann und weiß, dass im gleichen Landstrich jemand auch auf dieses Fleisch aus ist, ist klar, dass der moderne Mensch im Vorteil ist, wenn er mehr Nahrung hat, auf die er zurückgreifen kann. Einige unserer Neandertaler wollen Rache für den Überfall auf ihr Lager. Doch ihr Anführer will nicht angreifen, er will beobachten. Ihm ist klar, dass es weiser ist, von den anderen Menschen zu lernen, anstatt zu versuchen, sie zu vernichten. Der Anführer der Neandertaler lässt die 5 Jäger von 2 Brüdern, seinen athletischsten und fähigsten Männern, verfolgen, um sie von Weitem zu beobachten. Sie sollen ihre Gewohnheiten und Jagdgründe erforschen und ihre Schwestern finden, die seit ihrer Entführung vor 6 Monaten vermisst werden. Es ist eine gefährliche Mission und sie könnten getötet werden. Doch in diesen verzweifelten Zeiten ist dies ein notwendiges Risiko. Drei Tage und einige Kilometer später sind die Neandertaler-Spione noch immer unentdeckt auf der Fährte der Cro-Magnon. Am Tag erlegten die Jäger gekonnt 2 Wildpferde mit Wurfwaffen, so wie die anderen Cro-Magnon Monate zuvor die Rentiere. Die Neandertaler warteten, bis die Cro-Magnon genommen hatten, was sie wollten. Dann krochen sie zu den Kadavern und plünderten, was übrig war. Inzwischen haben sie wärmere, tiefer gelegene Gebiete erreicht und die Cro-Magnon holen Fische aus dem Wasser. Das ist den Neandertalern nie gelungen. Es gibt Knochenharpunen, die belegen, dass die Cro-Magnon fähig waren, Fische zu fangen, was für ihr Überleben sehr wichtig gewesen sein könnte. Um Fische zu fangen, werfen die Cro-Magnon ihre dünnen, leichten Harpunen sehr schnell und präzise. Staunend nähern sich die Neandertaler, um besser sehen zu können. Doch ihre Neugierde lässt ihre Tarnung auffliegen. Sollten sie gefangen werden, könnte es ihr Ende sein und das ihres Clans.
Während der Eiszeit vor 30.000 Jahren verschwand eine Spezies für immer, während eine andere überlebte. Unsere eigene. In unserem hypothetischen Szenario dieser letzten gemeinsamen Tage sind die Neandertaler, die die Cro-Magnon ausspionieren sollten, auf der Flucht. Doch im kniehohen Schnee sind ihre Spuren nicht zu übersehen. Die Cro-Magnon sind ihnen auf den Fersen. Einige Kilometer entfernt kreisen die beim Stamm gebliebenen Jäger der Neandertaler ebenfalls ihre Beute ein. Das Wollnashorn ist eines der gefährlichsten Tiere der Eiszeit. Wenn es provoziert wird, ist es extrem aggressiv. Und sicher nicht die optimale Beute, um aus der Nähe erlegt zu werden. Doch diese Neandertalerjäger, die zuletzt einen der ihren gegessen haben, sind bereit, ein Risiko einzugehen. Die Neandertalerjagd war eine sehr energieaufwendige Geschichte. Sie töteten nicht aus der Distanz, sondern schlichen sich an Tiere heran und fielen dann über sie her. Einer von ihnen lenkt das Nashorn ab, ein anderer klammert sich an ihm fest. Dann setzen die beiden übrigen Jäger zum Todesstoß gegen das verwirrte Tier an. Ein Speer in die Kehle, einer ins Herz. Doch das Nashorn ist nicht das einzige Opfer. Es war ein ziemliches Getümmel und ziemlich brutal. Viele der Neandertaler wurden dabei schwer verletzt. Die Beute ist ein hart erkämpfter, wichtiger Triumph für die Neandertaler. Das Fleisch dieses einen Tieres wird den 11-köpfigen Clan mindestens eine Woche lang ernähren. Für einen Moment können sie sich entspannen. Alle bis auf einen. Der wagemutige Jäger, der sich am Fell des Nashorns festgehalten hatte, hat 4 gebrochene Rippen. Es gibt Beweise für überstandene Brüche, insbesondere des Schädels, die als Ergebnis von Jagdtechniken gesehen werden. Vielleicht spielt der enge Kontakt zu großen Tieren eine Rolle. Wenn sie diese großen, gefährlichen Tiere töteten, mussten sie sehr nah heran. Und das Verletzungsrisiko war groß, was gebrochene Finger, Unterarme und Schlüsselbeine belegen. Die Cro-Magnon-Jagd scheint anders abgelaufen zu sein. Vermutlich griffen sie mit Wurfwaffen an, bevor die Beute wusste, wie ihr geschah. Die Cro-Magnons mussten nicht wie die Neandertaler auf ihre Beute losgehen, was man an ihren Knochen erkennen kann. Sie haben weniger Arm-, Schulter- oder Rippenbrüche. Cro-Magnons schützten sich vor den Risiken, denen die Neandertaler täglich ausgesetzt waren. Für einen Neandertaler-Jäger ist ein gelegentlicher Bruch ein kleiner Preis, um nicht zu verhungern. In der Wildnis im eiszeitlichen Europa hängt ihr Überleben von ihrer Stärke ab. Sie hatten massive Muskeln in Schultern und Armen, die es ihnen ermöglichten, ein Tier umzuwerfen oder festzuhalten, wenn sie versuchten, es zu töten. Für den Nahkampf waren sie bestens gerüstet. Angriffe aus dem Hinterhalt funktionieren gut in Wäldern, in denen man nahe an die Beute herankommt, ohne gesehen zu werden. Auf freiem Feld haben die Neandertaler einen großen Nachteil. Denn anders als ihre modernen Widersacher wurden sie nicht geboren, um zu rennen. Was völlig überschätzt wird, ist der Punkt, dass wir modernen Menschen zu den besten Langstreckenläufern des Tierreichs gehören. Der moderne Mensch hat lange Beine und ein Becken, das das Gewicht so verteilt, dass wir von einem Schritt in den nächsten gleiten. Daher können wir extrem gut rennen und Marathons laufen, was die meisten Tiere nicht können.
Anders als der moderne Mensch hat der Neandertaler kurze Gliedmaßen und ein breites Becken, das seine Geschwindigkeit und die Entfernung einschränkt, die auf der Jagd zurückgelegt werden kann. Wenn man eine breite Brust hat, muss man auch ein breites Becken haben, sodass der ganze Körper paketförmig zusammenpasst. Da die Form des Brustkorbs mit der Anpassung an Kälte zu tun hat, hängt auch die Form des Beckens damit zusammen. Aufgrund ihres kompakteren Körpers kostet es die Neandertaler 30% mehr Energie zu rennen als die Cro-Magnon. Die Cro-Magnons konnten um die Neandertaler herumrennen. Wenn es auf einen Konflikt herausgelaufen wäre, hätten die Cro-Magnons ihren Geschwindigkeits- und Waffenvorteil nutzen können und die Neandertaler leicht geschlagen. Die Neandertaler-Spione haben alles versucht, um den Cro-Magnon-Jägern zu entkommen, die sie am Flussufer entdeckt hatten. Doch schon bald lassen ihre gedrungenen Körper sie im Stich und sie müssen sich ausruhen. Trotz ihres schweren Atems können sie die Cro-Magnon näher kommen hören. Es ist sinnlos, weiter zu laufen. Ihre Fußspuren verraten sie. Die Neandertaler rüsten sich zum Kampf. Sie haben die Fähigkeiten der Cro-Magnon gesehen und ahnen die Gefahr. Früher teilten wir den europäischen Kontinent mit einer ganz anderen menschlichen Spezies. Der Beweis liegt direkt unter unseren Füßen. Die ältesten Überreste des modernen Menschen sind mindestens 35.000 Jahre alt. Die jüngsten Neandertalerfunde maximal 30.000. Das ist eine Überschneidung von mindestens 5.000 Jahren. In etwa die Zeitspanne, die uns vom ersten ägyptischen Pharao trennt. Anthropologen, Archäologen und Genforscher stehen heute vor der Frage, in welchem Maß sich die beiden Gruppen begegneten und welchen Einfluss ihr Aufeinanderstoßen auf die beiden Spezies hatte. Es ist nicht klar, wie ihre Beziehung zueinander aussah. Vielleicht haben sie lange friedlich koexistiert. Vielleicht führten sie Krieg. Wir wissen nur, dass irgendwann die Neandertaler verschwunden waren und der moderne Mensch nicht. Derzeit gibt es keine archäologischen Funde, die beweisen, dass es eine direkte Interaktion zwischen den beiden Gruppen gab. Einige Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass es nicht nur Kontakt, sondern sogar einen Ideenaustausch gegeben hat. In den 1840er Jahren entdeckte ein Eisenbahningenieur eine Anzahl primitiver Steinwerkzeuge und Knochenfragmente längst ausgestorbener Tiere in der Nähe von Châtel-Perron in Frankreich. Zu dieser Zeit steckte die Archäologie noch in den Kinderschuhen. Erst ein Jahrzehnt später wurde der erste Neandertaler-Schädel identifiziert und seine Bedeutung sollte erst ein Jahrhundert später klar werden. Diese Werkzeuge waren fortschrittlicher als für Neandertaler typisch, mit schärferen Schneiden. Doch sie waren zu primitiv, um von den Cro-Magnon zu stammen. Ähnliche Werkzeuge wurden kürzlich zwischen Überresten von Neandertalern gefunden. Daher nimmt man an, dass es sich um die Arbeit aufgeklärter Neandertaler handelt. Die Funde in Châtel-Perron stammen vermutlich von Neandertalern. Wie haben Sie diese Cro-Magnon-Fertigkeiten erlernt? Man nimmt an, dass friedlicher Handel eine Rolle spielte. Es könnte aber auch ein schlauer Neandertaler gewesen sein, der Cro-Magnon-Werkzeuge fand und herausgefunden hat, wie man sie nachbaut. Es wäre ein überraschender Schritt, wenn die Neandertaler nach Hunderttausenden von Jahren ohne Entwicklung dieser Art plötzlich zeitgleich mit dem modernen Menschen in Europa angefangen hätten, solche Werkzeuge zu bauen.
Das wirft die Frage auf, ob das nicht ein zu großer Zufall wäre. Die Beweise sprechen dafür, dass die beiden Gruppen die Werkzeuge der jeweils anderen kannten. Aber begegneten sich die Gruppen selbst? Die Ausgrabungen in Châtel-Perron lassen es vermuten. Die ältesten Artefakte aus der tiefsten Schicht stammen vermutlich von Neandertalern, weisen aber Spuren fortschrittlicherer Werkzeugmacher auf. Sie werden auf etwa 38.000 vor Christus datiert, plus minus einiger hundert Jahre. Die mittlere Schicht ist fortschrittlicher und zeigt einheitlich die Werkzeugtechnik moderner Menschen. Zu datieren auf 38.000 bis 34.000 vor Christus. Die oberste Schicht wird jedoch wieder den Neandertalern zugeschrieben und auf etwa 34.000 bis 32.000 vor Christus datiert. Man konnte die Funde mit Hilfe eines Fortschritts in der Radiokarbonstoffdatierung, die man Beschleunigermassenspektronomie nennt, zeitlich einordnen. Der große Vorteil ist, dass man bereits extrem kleine Mengen Kohlenstoff datieren kann. Seit die Radiokarbondatierung verlässlicher geworden ist, können Wissenschaftler prähistorische Artefakte mit nie dagewesener Präzision zeitlich einordnen. Radiokarbondatierung funktioniert mit dem Isotop Kohlenstoff 14 oder C14. Wenn man stirbt und nicht länger C14 aufnimmt, zerfällt das Isotop zu Stickstoff. Bei der C14-Datierung messen wir das Verhältnis von noch vorhandenen C14-Isotopen im Körper und damit die Zeit, die seit Eintritt des Todes vergangen ist. Aktuelle C14-Datierungen in Châtel-Perron haben ergeben, dass Neandertaler und Cro-Magnon etwa zur gleichen Zeit in der Gegend lebten. Angesichts dieser Beweise sind sich viele Anthropologen inzwischen sicher, dass sich die beiden Spezies begegnet sein müssen. Doch die Art der Begegnung bleibt unklar. Es ist fast sicher, dass sie sich begegnet sind und unwahrscheinlich, dass es keine direkten Konflikte gab. Allein weil wir wissen, wie gehässig wir heute miteinander umgehen. Ausgrabungsfunde und das Wissen um die menschliche Natur erlauben eine begründete Vermutung, was passiert sein könnte, als sich Cro-Magnon und Neandertaler begegneten. Ein Frühlingsmorgen vor 30.000 Jahren und das subalpine Europa taut nach einem harten Winter gerade wieder auf. Die verstreuten Cro-Magnon-Clans der Region verbringen einige letzte Tage in ihrem Gemeinschaftslager. Jedes Jahr treffen sich Hunderte von ihnen hier, um den langen, harten Winter mit Nahrung, Wärme und Gesellschaft zu überstehen. Die Cro-Magnons lagerten im Freien. Sie waren keine Höhlenmenschen, die nur dort leben konnten, wo sie in Höhlen Schutz fanden. Es gibt eine spannende Ausgrabungsstätte, wo offensichtlich hunderte Cro-Magnons während langer, harter Winter mit bis zu minus 20 Grad lebten. Es gibt zahlreiche Beweise für Lagerfeuer, Feuerstellen und Ähnliches. Diesen Winter hatten die Cro-Magnon zwei neugierige Neandertaler-Spione, die vor 3 Monaten im nahegelegenen Wald aufgegriffen wurden, zu Gast. Sie dachten, ihre Gefangennahme sei ihr Tod, doch man verschonte sie und brachte sie ins Lager. Weniger aus Gnade als aus Neugier. Sie sehen etwas anders aus und benehmen sich anders, aber sie sind offensichtlich menschlich. Neandertaler sind gegensätzlich. Sie sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich und doch sehr verschieden. Das ist das Faszinierende an ihnen. Sie lebten Seite an Seite mit den modernen Menschen, konkurrierten mit ihnen, vielleicht vermischten sie sich sogar. Es ist die letzte uns nah verwandte Spezies, die ausstarb.
Das sollte uns faszinieren. Wir überlebten, sie nicht. Im Winterlager lernen die Neandertaler neue Ideen, Geräusche, Gerüche und Geschmäcker kennen. Sie beobachten, wie Cro-Magnon Zelte bauen, Holz verarbeiten, Klingen präparieren und kommunizieren. Sie bekommen einen Crashkurs im Verhalten des modernen Menschen. Sie haben es nicht eilig, zu ihrem Clan zurückzukehren. Bis sie die drohende Gefahr spüren. Eine neue Cro-Magnon-Gruppe ist ins Lager gekommen. Einer von ihnen, ein großer, beeindruckender Jäger, kommt ihnen bekannt vor. Die Neandertaler erkennen noch zwei weitere Gesichter. Ihre Schwestern, die vor fast 9 Monaten beim Überfall auf ihr Lager entführt worden waren. Sie sind blass und sehen müde und sehr unglücklich aus. Alle Augen richten sich auf die Brüder. Einer von ihnen will losstürzen, doch er wird zurückgehalten. Dann sehen die Brüder etwas noch Beunruhigenderes. Eine ihrer Schwestern ist schwanger. In der Nacht nach der Ankunft der Neandertaler Frauen im Cro-Magnon-Winterlager warten ihre Brüder geduldig darauf, sie aus den Händen ihrer Fänger zu befreien. In der Haupthütte schlafen die Jäger. Die Neandertalerinnen liegen wach in der Hoffnung auf Rettung. Sie haben ihre Brüder kommen gehört. Nach einigen Minuten der Spannung schleichen sie hinaus, um sie zu treffen. Dann verschwinden die 4 in der Nacht. Kurz nach Morgengrauen fühlt die schwangere Schwester erste Wehen. Die Geburt ihres Babys, gezeugt etwa zu der Zeit, als sie von den Cro-Magnon entführt wurde, naht. Doch zumindest ihre Geschwister wissen nicht, wer der Vater ist. Vielleicht ein Cro-Magnon? Falls sich Neandertaler und moderne Menschen begegneten, spricht nichts dagegen, dass sie sich gepaart haben. Die Frage ist, falls sie es taten, ob es unseren Genpool signifikant verändert hat und war der Nachwuchs lebensfähig oder fruchtbar? Der Beweis steht noch aus. Eine der größten anthropologischen Debatten dreht sich um die Wahrscheinlichkeit einer Vermischung von Neandertalern und Cro-Magnon. Die meisten Anthropologen glauben nicht an eine genetische Kompatibilität der beiden Gruppen. Es ist nicht unmöglich, dass es gelegentlich ein Pleistozän-Techtelmechtel gab. Aber es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass es einen umfassenden Genaustausch zwischen den Bevölkerungsgruppen gab. Doch eine Minderheit behauptet lautstark, dass eine Vermischung nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich war. Biologen haben herausgefunden, dass es Kreuzungen zwischen völlig eigenständigen Spezies gibt. Maultierhirsche und Weißschwanzrehe sind unterschiedliche Spezies. Aber man hat mitochondriale DNA-Beweise für Kreuzungen gefunden. Auch bei Luchs und Rotluchs gibt es ein hohes Maß an Vermischung. Vermutlich war es genauso mit Neandertalern und modernen Menschen.
Ich glaube, sie waren in der Lage, sich zu vermischen und lebensfähigen, fruchtbaren Nachwuchs zu zeugen. Sollte diese Theorie stimmen, sind die Neandertaler nicht auf dramatische Weise ausgestorben, sondern leben in unserem Blut weiter. In einer Felsenunterkunft in Zentralportugal namens Lagar Velho zeugt das merkwürdig geformte Skelett eines vierjährigen Kindes von dieser Möglichkeit. Das Kind wurde vor 24.000 Jahren geboren, lange nach dem Tod des letzten Neandertalers. Doch es sieht nicht völlig modern aus. Sein Körper war untersetzt, eher wie der der Neandertaler. Doch was bedeutet das? Vielleicht sah es einfach merkwürdig aus. Es gibt aber auch Spekulationen, dass es eine Kreuzung zwischen Neandertaler und Cro-Magnon war. Sein Schädel sieht aus wie unserer. Mit ausgeprägtem Kinn, kleinen Zähnen und einem modernen Innengehörgang. Doch ein Aspekt unterscheidet sich dramatisch vom Homo sapiens. Die Rückseite des Hirnschädels ist länglich wie bei den Neandertalern. Die Tatsache, dass es Neandertaler-Merkmale gibt, legt nahe, dass es auf der iberischen Halbinsel eine Vermischung von Neandertalern und modernen Menschen vor über 24.000 Jahren gab. Das Kind von Lagar Velho ist der archäologische Dreh- und Angelpunkt im Streit um die Vermischung. Doch die ausgefallenen Charakteristika haben die Kritiker nicht überzeugt. Ich denke, dass es sich eher um ein grobschlächtiges, modernes Kind handelte. Es gibt keine Beweise dafür, dass es ein Hybrid war. Das Skelett ist etwa 24.000 Jahre alt. Da waren die Neandertaler bereits 6.000 Jahre lang ausgestorben. Das Gebiss von Lagar Velho ist in jeder Hinsicht modern. Und wenn das Gebiss völlig modern ist, war es meiner Meinung nach ein modernes Kind. Während die Archäologen den Boden nach neuen Erkenntnissen durchsieben, durchsieben Genetiker die DNA. Die vielversprechendste Quelle, die wir haben, um diese Debatte um die Vermischung von Neandertaler und modernen Menschen zu beenden, ist das Neandertaler-Genom. Forscher auf beiden Seiten des Atlantiks arbeiten an der Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms und erarbeiten eine Abbildung dieser Spezies, um sie mit unserer eigenen zu vergleichen. Eine ihrer dringlichsten Fragen ist, ob unsere Spezies Gene der Neandertaler geerbt hat. Wir wollen sehen, ob und in welchem Maß es eine Vermischung gab und die Neandertaler zu uns beigetragen haben oder der moderne Mensch oder dessen Vorfahren vielleicht umgekehrt zu den Neandertalern. Wenn wir das erforscht haben, wissen wir, genetisch gesehen, was passiert ist. Einige entscheidende Informationen hat die Forschung bereits erbracht. Forscher konnten mitochondriale DNA der Neandertaler isolieren, die ersehen lässt, welche Gene unsere Mütter im Laufe der menschlichen Geschichte weitergegeben haben. Anhand dieser DNA sieht man wirklich die weibliche Seite der Geschichte. Das Ergebnis war, dass die mitochondriale DNA der Neandertaler sich stark von unserer unterscheidet. Das mitochondriale Genom schließt also einen Einfluss der Neandertaler auf den heutigen Menschen sehr deutlich aus. In anderen Worten, es gibt keine lebende weibliche Verwandtschaft der Neandertaler. Und nach den Erkenntnissen über die andere Seite des genetischen Codes existiert auch keine männliche. Wir haben Daten über das Y-Chromosom, das von Vater zu Sohn vererbt wird, die belegen, dass die Neandertaler keine Y-Chromosom-Variante zum modernen Menschen beigetragen haben. Es gibt keinen Mann auf der Erde mit einem Y-Chromosom, das aussieht wie das der Neandertaler. Diese Erkenntnisse sind ein harter Schlag gegen die Vermischungstheorie. Doch vielleicht ist es noch zu früh, um letzte Schlüsse zu ziehen.
Der Grund, warum die DNA-Untersuchungen bislang keinen Gentransfer gezeigt haben, liegt darin, dass die Proben sehr klein sind und Vermischungen nicht oft vorkamen. Bislang konnte nur mitochondriale DNA von etwa 5 Neandertalern und 7 frühen modernen Menschen extrahiert werden. Das ist kaum genug, um eine Vermischung der Spezies gänzlich auszuschließen. Angesichts der Schwierigkeit, DNA aus solch alten Knochenfragmenten zu gewinnen, sind die Forscher froh, überhaupt brauchbare Proben zu haben. Nur wenige Neandertaler-Überreste, die wir untersuchen, sind für eine DNA-Analyse gut genug erhalten. Von 70 Knochen waren es nur 3 Proben, die nicht zu stark verunreinigt waren, um sie zu sequenzieren. Bisher untersuchte DNA-Proben legen nahe, dass kein lebender Mensch Neandertaler-Blut in sich trägt. Doch es ist möglich, dass in ferner Vergangenheit Hybriden existierten. Ironischerweise kann es sein, dass die Mischlingskinder sich nicht fortpflanzen konnten. Würde die Genforschung nachweisen, dass Neandertaler und moderner Mensch unterschiedlich viele Chromosomen haben, hätten wir die gleiche Situation wie mit Eseln und Pferden, die sich paaren und lebensfähigen Nachwuchs hervorbringen können. Doch Maultiere sind unfruchtbar. Es ist fast 9 Monate her, seit diese Neandertalerin von einer Cro-Magnon-Gruppe entführt wurde. Nun ist sie im Begriff, ein Kind zu gebären. Ihre Brüder haben gemischte Gefühle in Bezug auf das Kind. Vielleicht ist es keines von ihnen und passt nicht in ihre Welt und ihre Lebensform. Der Clan könnte es verstoßen. Doch das Kind ist gesund. Es ist ein Junge. Und unabhängig davon, wer der Vater ist, gehört es zur Familie. Sie haben keine Zeit zu feiern. Die Cro-Magnon könnten bereits den Wald nach ihnen absuchen. Es ist Zeit, zu ihrem Clan zurückzukehren. Mit einem Neugeborenen und einem neuen Verständnis ihrer Cro-Magnon-Rivalen. Doch ihre Überlebenschancen stehen schlecht. Die Analyse weniger fossiler Funde kann uns einiges über die sich kreuzenden Wege der Neandertaler und Cro-Magnon sagen. Doch 30.000 Jahre, die uns trennen, erfordern etwas Fantasie, um die Lücken zu füllen. Eine zentrale Debatte unter Anthropologen kreist um den Grund für das Aussterben der Neandertaler. Und eine der Theorien gibt uns die Schuld. Die 4 Neandertaler sind 10 Tage nach ihrer Flucht mit ihrem Clan wiedervereint. Doch einer von ihnen kehrt nicht lebend zurück. Die junge Mutter ist einem aggressiven Virus zum Opfer gefallen, nur Stunden bevor sie mit ihrer Familie vereint gewesen wäre. Monate zuvor ist ein anderes Clanmitglied an einer ähnlichen Krankheit gestorben. Dem Hungertod nahe hatte der Clan das Opfer gegessen. Doch mit Einzug des Frühlings ist die Nahrungsversorgung besser geworden und der Körper der toten Mutter wird respektvoll begraben. Wir wissen, dass sie ihre Toten begruben. Die Skelette sind alle in einer ähnlichen anatomischen Position begraben, die stark für eine Beerdigung und ein gewisses Ritual oder einen Glauben spricht.
some sort of ritual treatment. Eines der Geheimnisse der Neandertaler ist, ob sie gläubige Wesen waren, die an eine übergeordnete Macht und eine Bestimmung glaubten. Oft wird angenommen, dass die Neandertaler eine Art religiöses Verständnis hatten, vielleicht an ein Leben nach dem Tod glaubten. Das wäre möglich. Es kann aber auch sein, dass sie ihre Toten begruben, um keine Fleischfresser anzulocken, die in der Höhle herumschnüffeln. Welche Motivation sie auch immer hatten, diese Gräber sind von Bedeutung. Denn keine andere Spezies hat in Europa so früh Nachweise für gezielte Bestattungen hinterlassen. Nicht einmal unsere eigene. Wir kennen keine Gräber moderner Menschen aus der Zeit der Koexistenz der beiden Spezies. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Das heißt nur, dass wir sie bislang nicht gefunden haben. Die frühesten Gräber moderner Menschen in Europa werden auf die Zeit kurz nach Verschwinden der Neandertaler datiert und sind sehr kunstvoll. In den Gräbern früher moderner Menschen sind die Skelette mit Ocker bedeckt. Und es gibt Grabbeigaben, Perlen und Muscheln, die es in früheren Gräbern nicht gab. Ein 24.000 Jahre altes Grab in Russland beinhaltet die Überreste eines Cro-Magnon-Manns, geschmückt mit tausenden Elfenbeinperlen. Er war eindeutig eine wichtige Persönlichkeit, dem eine sehr sakrale Bestattung zuteil wurde. Seine Untergebenen sahen den Tod vermutlich als Tor zum Jenseits. Doch es ist unklar, ob schon die Neandertaler einen ähnlichen Glauben hatten. 1917 ließ eine sensationelle Entdeckung in der Schweiz viele Menschen glauben, dass es so war. Zwischen Neandertaler Werkzeugen fand man Knochen der gefährlichsten Tiere der Eiszeit, der großen Höhlenbären. Die Schädel der Bären schienen ordentlich in einer Öffnung im Höhlenboden angeordnet worden zu sein. Der Amateurarchäologe, der diese Entdeckung machte, pries sie als Beweis dafür an, es habe sich bei den Neandertalern um Bärenanbeter gehandelt. Ursprünglich dachte man, die Funde in der Schweiz würden belegen, dass die Neandertaler diese Höhlenbärenschädel gesammelt und sie für ein höheres Ritual angeordnet hatten. So entstand die Idee der Höhlenbärenanbetung, die Basis bekannter Bücher und Filme war. Plötzlich waren in der öffentlichen Meinung diese merkwürdigen menschlichen Wesen die Begründer der organisierten Religion. Doch die Forschung steht den scheinbaren Beweisen skeptisch gegenüber. Es zeigte sich, dass diese Anordnung wahrscheinlich das Ergebnis zufälliger Prozesse war. Hereinbrechendes Wasser, Erdbeben, Fleischfresser, die die Knochen durchwühlen, Vögel, Eulen und so weiter. Viele der Interpretationen haben sich als recht fantasievoll herausgestellt. Man muss bei der Bewertung von Funden vorsichtig sein. Die Funde selbst sind stumm. Und was man über sie zu sagen hat, hängt vorrangig davon ab, was im eigenen Kopf vor sich geht. Die Höhlenfunde in der Schweiz mögen von einem übereifrigen Forscher fehlinterpretiert worden sein. Doch der Eindruck bleibt, dass Neandertaler zu menschlichen Gedanken und Emotionen fähig waren. Die Neandertaler waren liebenswerte, einfallsreiche, interessante Kreaturen. Wenn wir sie abschreiben, nur weil sie nicht mit dem modernen Menschen mithalten konnten, verweigern wir ihnen ihre Identität. Nur wenn wir sie mit einer Identität würdigen, können wir sie so verstehen, wie sie verstanden werden sollten.
In unserer Geschichte starb die Krankheit, die die junge Mutter das Leben kostete, nicht mit ihr. Ihre drei Geschwister, die mit ihr aus dem Cro-Magnon-Lager geflohen waren, sind ebenfalls infiziert. Bei ihrer Begegnung mit den modernen Menschen waren sie nicht nur neuen Ideen ausgesetzt, sondern auch neuen Krankheitserregern. Einige Wissenschaftler nehmen an, dass dies der Grund für ihr Aussterben war. Unser Vorfahr, der Homo sapiens, könnte die Neandertaler getötet haben. Vielleicht nicht mit einer Waffe, sondern mit einem Niesen. Ich nehme an, die Neandertaler wurden von einer Atemwegsinfektion unserer eigenen Spezies dahingerafft. Es ist absolut möglich, dass die Neandertaler gegen einige Krankheiten der modernen Menschen nicht immun waren, so wie es auch bei den amerikanischen Ureinwohnern war, als die Europäer in ihr Land kamen. Daher ist es möglich, dass Krankheiten eine Rolle bei der Ausrottung der Neandertaler spielten. Tragischerweise wird ausgerechnet die rätselhafte Krankheit, die die Neandertaler-Geschwister von ihrer Begegnung mit den modernen Menschen mitgebracht haben, ihr Leben entscheidend verändern. Weder Fischfang, Werkzeugbau, Kommunikation, Kunst oder Musik wird dies gelingen. Innerhalb eines Monats wird fast der ganze Clan tot sein. Die Überlebenden werden zu den letzten ihrer Spezies gehören. Es ist Frühling, etwa 28.000 Jahre vor Christus. In unserem Cro-Magnon-Winterlager ist die Zeit gekommen, den Herden zu folgen. Doch in einer nahegelegenen Höhle haben zwei Mitglieder des Stammes noch etwas zu erledigen. Sie legen letzte Hand an ein Wandgemälde, an dem sie den ganzen Winter gearbeitet haben. Unter Verwendung natürlicher Farben aus Kohle und mineralischem Ocker malen diese frühzeitlichen Künstler die Beute, die sie zu erlegen hoffen. Bisons, Pferde und Steinböcke. Noch lange nach ihrem Verschwinden wird ihr Werk Bestand haben als Beweis für die Kreativität des modernen Menschen zu Anbeginn der Frühgeschichte. Ein Beweis, den man noch heute tief in der Chauvet-Höhle in Frankreich sehen kann. Bis zur Entdeckung der Chauvet-Höhle kannte man Höhlenmalerei aus dem späten Paläolithikum. Es handelte sich also um einen sehr schönen Fund, weil er die Höhlenmalerei viel näher an das Erscheinen des modernen Menschen in Europa heranrückt. Wir wussten, wozu sie fähig waren, aber dies vervollständigt das Bild. Es ist so wichtig, weil das, was uns von allen anderen Spezies unterscheidet, die symbolische Fähigkeit ist, die Welt im Geist zu verarbeiten. Für uns ist die Welt nicht genau so, wie sie sich in der Natur offenbart. Das macht uns so anders. Um 28.000 vor Christus leben die Cro-Magnons auf einem Terrain, das sich über ganz Europa erstreckt und haben die Neandertaler in kleine Gebiete auf dem Balkan, Süditalien und Iberien zurückgedrängt. Langsam aber sicher gewinnen sie den Kampf ums Überleben. Why did we come out on top? Warum haben wir Oberwasser behalten? Das ist die große Frage. Als die Neandertaler endgültig verschwanden, wird es kaum eine Bedeutung für den modernen Menschen gehabt haben. Es wird eher ein leiser Abgang gewesen sein und kein großer Knall. Die letzte Überlebende des Neandertaler-Clans ist auf Wanderschaft.
Sie trägt den kleinen Jungen, dessen Mutter, ohne es zu wissen, das Virus verbreitete, das fast ihre ganze Familie ausgelöscht hat. Dank dieser Frau hat das Baby überlebt. Sie hat es von der Gruppe ferngehalten, als die Krankheit um sich griff. Seit fast 3 Wochen sucht sie eine neue Gemeinschaft. Die Frau ist die Amme des Clans. So kann sie das Kind ernähren. Sie selbst ernährt sich von Pflanzen und kleinen Tieren wie Eichhörnchen und Hasen. Doch sie weiß, dass der Wald kein Ort ist, an dem eine Frau und ein Kind überleben können. Europa war zur Eiszeit kein Ort, an dem man sein wollte. Es gab Höhlenlöwen, Hyänen und Wölfe, auf deren Speisekarte Menschen und Neandertaler standen. Die Frau sehnt sich nach der Unterstützung und der Sicherheit eines neuen Clans. Sie ahnt nicht, dass ihre Spezies in ernsthafter Gefahr ist. Sie und das Baby gehören zu den Letzten ihrer Art. Sie wurden immer weniger und zogen sich vor den Cro-Magnons zurück, die zu dieser Zeit die besten Gebiete besiedelten. Der letzte Neandertaler starb wahrscheinlich sehr einsam. Es gibt viele mögliche Schuldige, die den Neandertalern den Rest gegeben haben könnten. Die Menschen, das Klima, eine Krankheit. Vielleicht ging ihnen das Wild aus. Es wäre verlockend, einen einzigen Grund festzulegen. Aber es ist keine asteroidvernichtete Dinosauriergeschichte. Es war wahrscheinlich eine Kombination vieler verschiedener Faktoren. Die meisten Anthropologen sind sich einig, dass die Cro-Magnon mit dem Aussterben der Neandertaler zu tun hatten. Was sich änderte, war, dass unsere Vorfahren da waren und es Wettbewerbe gab, unabhängig von gewaltsamen Auseinandersetzungen. Sie jagten die gleichen Tiere und benötigten die gleichen Ressourcen. Ich denke, unsere Vorfahren spielten eine nicht unerhebliche Rolle bei ihrem Aussterben. Doch der primäre Auslöser könnte Mutter Natur gewesen sein. Vor 30.000 Jahren änderte sich das Klima so drastisch, dass sie sich nicht mehr anpassen konnten. Es war sehr kalt und das Klima wandelte sich binnen sehr kurzer Zeit. In Verbindung mit dem Zustrom des modernen Menschen nach Europa war es ein ziemlich hartes Leben. Mit zunehmender Eiszeit schrumpften die Wälder und die Reichweite der Neandertaler. Die Gletscher kehrten zurück, das Klima änderte sich plötzlich und der Wald, auf den die Neandertaler angewiesen waren, verschwand. Ohne ihn hatten sie einen ernsthaften Nachteil. Sie konnten nicht mehr ihrer Beute aus dem Hinterhalt auflauern. Deshalb wurde die Nahrung knapp. Trotz Klimaveränderungen und Eroberung glauben manche, ungeachtet anderslautender DNA-Beweise, an eine andere Begründung für das Aussterben der Neandertaler. Dass sie nie verschwunden sind. Es gibt die Möglichkeit, dass es eine Vermischung der beiden Spezies gab und dass einige Neandertaler-Gene bis heute überlebt haben. Was auch immer vor 30.000 Jahren mit den Neandertalern geschah, ihr Untergang hatte großen Einfluss auf die Zukunft unserer eigenen Spezies. Ohne Konkurrenz explodierte die Kultur der Cro-Magnon in Europa förmlich. Archäologische Funde zeigen beeindruckende Fortschritte in Werkzeugherstellung, Technik, Kunst und Kommunikation in der Zeit nach den Neandertalern. Anders als ihre Vorgänger konnte der moderne Mensch die Welt an sich anpassen. Diese beispiellose Fähigkeit brachte enorme Macht mit sich. Doch trotz unserer natürlichen Vorteile bleibt abzuwarten, ob unsere Spezies sich mit der Lebensdauer der Neandertaler messen kann.
Die Neandertaler lebten in Europa 200 oder 250.000 Jahre. Das ist eine erfolgreiche Adaption. Wir machen das jetzt seit etwa 40.000 Jahren. Nach 100 oder 200.000 Jahren würde ich sagen, dass wir das ganz gut gemacht haben. Sollten wir in den nächsten 500 Jahren oder morgen aufhören zu existieren, würde ich es, wenn ich es dann noch könnte, als eine miese Adaption bezeichnen. Es gibt noch viel, das wir nicht darüber wissen, wie die Neandertaler lebten und ausstarben. Doch neue Forschungsergebnisse werden vielleicht noch einige ihrer Geheimnisse enthüllen. Wir leben in einer spannenden Zeit, in der uns neue Technologien ständig weitere Möglichkeiten erschließen, neue Arten von Beweisen zu finden und alte Beweise neu zu bewerten. Die Neandertaler werden immer geheimnisvoll bleiben. Wir werden nie genau wissen, wie sie lebten und dachten. Manche dieser Dinge findet man nicht bei Ausgrabungen. Aber wir füllen die Lücken so gut es geht. Und nach werden wir ein besseres Bild davon bekommen, wie sie als eine Art Person waren. Das Beeindruckende an den Neandertalern ist, dass sie wahrscheinlich die stärksten, klügsten und anpassungsfähigsten Kreaturen waren, die die Welt je gesehen hatte. Und dann kamen wir.